Gut Shalom Aleichem, guten Abend allerseits. Genau ein Jahr vor meinem Geburtstag, 1971, hat die Lubavitcher Rebbe gesagt, dass man muss die Welt erobern durch Torah lernen. Das heißt, wenn ein Mensch will so wissen ungefähr und erkennen, was in seinem Lebensaufgabe, soll er schauen, was ist passiert in dem Jahr, die er ist geboren, soll er ein bisschen erkennen, was ist seine Lebensaufgabe. Also in diesem Jahr, wo ich bin geboren, der Rebbe hat gesagt, unsere Aufgabe in dieser Generation ist Torah lernen und lernen. Schlusspunkt. Jahre 1974 hat der Rebbe begonnen mit einer Campaign, das war am Tu Bishvat, an eine Aktion. Und er hat gesagt, nicht nur die Leute, die sitzen in die Yeshiva und lernen regelmäßig Torah, sollen lernen, sondern auch diejenigen, die regelmäßig arbeiten gehen und kämpfen ihr ganzes Leben um ihre Parnasse, auch sie sollen regelmäßig tagtäglich Zeit nehmen zum Lernen. Und der Rebbe hat etwas sehr interessant erzählt. Und der Rebbe hat gesagt, jeden Morgen beim Gebet sagen wir, Gott hat uns befohlen, zu beschäftigen mit den Wörtern der Tora. Was heißt beschäftigen? Welches Wort hört ihr von dem Wort beschäftigen? Welches Wort? Schaffen. Nein? Beschäftigen? Schaffen. Nein? Tun. Geschäft? Also der Rebbe hört in dem Wort beschäftigen, Geschäft. Also la'asok bedivre Torah heißt Essek. Essek heißt ein Geschäft. Was ist ein Geschäft? Im Geschäft muss zwei Sachen passieren. Eins. Wenn kommen keine Kunden, musst du gehen und suchen, Kunden zu bringen und musst du zeigen, dass deine Waren sind gut. Zweitens, reicht nicht, dass du hast Kunden. Du musst auch in dem Geschäft gewinnen. Und in dem Moment, wo ein Mensch bei der Torah gewinnt, dann soll er wissen, er macht den richtigen Weg. Okay. Wenn ein Mensch ist gestorben und er geht in den Himmel, Gott wird ihn fragen, ob hat er regelmäßig Torah gelernt. Und glauben Sie mir, es ist immer besser im Himmel, bei den ersten Fragen zu sagen ja, weil später sagen wir auf sehr Fragen nein. Also auf diese Frage kann man auch beantworten und auch Torah zu lernen ist auch eine gute Sache. Und steht geschrieben in Talmud in Yuma, wenn ein Mensch wird sagen, ich konnte nicht lernen, ich war so arm, ich habe ganze Leben gekämpft auf mein Brot, ich habe gelaufen zwischen die Mülleimer zu suchen, eine Flasche zu Pfand. Gott wird ihm sagen, du warst nicht ärmer als Hillel. Hillel war ein Tana, der war so arm und trotzdem ein großer Tora-Gelehrter war. Wenn ein Mensch will sagen, Gott, ich konnte nicht Tora lernen, weil ich war sehr reich. Ich war so, weißt du, beschäftigt, ich war der Präsident von ABCDEFG. Diese größten Firma und die ganze Woche war ich im Flugzeug, ich war kaum auf dem Boden. Gott wird sagen, du warst nicht reicher als Rabbi Eliezer ben Charsom. Der hatte 1000 Städten und 1000 Schiffen. Welcher reiche Mann hat schon heute 1000 Städten? Rabbi Eliezer ben Charsom hat 1000 Städten und 1000 Schiffen und trotzdem hat er Tora gelernt. Einmal er ist sogar gegangen in eine Stadt und hat man von ihm verlangt Gebühr. In die Brücke, er hat gesagt, für wem? Hat man gesagt, zu unserem Chef, Rabbi Eliezer ben Charsom. Sie haben nicht gewusst, mal, dass das ist der Chef. Wenn ein Mensch wird sagen, ich konnte nicht Torah lernen, weil ich war sehr schön. Ich war ein Model. Ich musste die ganze Zeit investieren auf meine Schönheit und auf meine weltlichen Sachen. Gott wird sagen, du warst nicht schöner als Josef. Wenn ein Mensch wird sagen, ich habe einen schwachen Kopf. Ich war ein Schwacher, ein Bläder. Ich konnte nicht lernen. Also der Talmud gibt wirklich für jeden Ausrede, warum waren schlimmer als dir und sie haben das doch geschafft. Stell dir aber eine Frage, verstehe ich nicht. Sie hatten Zeit, die Menschen, oder hatten keine Zeit? Wenn sie hatten keine Zeit, nun, steht geschrieben, wenn jemand ist gezwungen, Gott wird ihn befreien. Also in die Tora steht geschrieben, wenn jemand ist etwas gezwungen, hat er frei. Ah, haben Sie Zeit? Nun, wo denn? Jeder, der hat Zeit, muss lernen.
Und hier erklärt der Rebbe einen sehr interessanten Aspekt. Der Rebbe sagt, es gibt eine Pflicht von Gott, Tora zu lernen. Pflicht ist was positiv oder was nicht positiv? Nicht positiv. Deshalb, wenn ein Mensch kann sich befreien von einer Pflicht, befreit er sich. Also er sagt Gott, ich war reich, ich war arm, ich war dumm, ich habe Schmerzen von den Kindern gehabt, schlechte Partnerschaft, ich war viel im Gericht. Erzähl, was du willst, kein Problem, die Pflicht hast du, du wirst nicht bestraft. Kommt der Rebbe und der Rebbe sagt aber noch etwas. In die Tora gibt auch einen Teil vom Geschenk, von Freude, vom Kompott, vom Delikatesse. Manchmal ein Mensch hat ein tolles Essen. Erste Speise, zweite Speise, dritte. Bei der Hauptspeise fragt ihm, möchten Sie noch was? Nein, nein, danke. Sicher? Ja. Vielleicht noch ein Stückchen? Nein, nein, voll. Und danach kommt Kompott. Plötzlich Krias Jamsuf, die mehr ist gespaltet. Und er hat Platz für diesen Vanillesoufflé mit Schokolade, mit ein bisschen Mango. Sogar der Erdbeer isst er rein. Möchten Sie noch einen Kompott? Nein, nein. Alles okay. Danach serviert man zum Tisch Wassermelone. Nehmt es noch Wassermelone. Zum Schluss gibt man noch einen Tee mit Pfefferminz, mit ein paar kleinen Perlinen. Wunder! Er hat noch gesagt, er kenne ich mehr. Kinein Ohren, noch drei Gänge hat er reingehabt. Und er isst und er isst. Sagt der Rebbe, wenn ein Mensch lernt Torah als Pflicht, hat er keinen Platz, hat er keine Wille. Aber wenn er lernt freie Wahl, wenn er lernt, weil er will, es wird gut sein. Jetzt. Wenn ein Mensch tut Mitzvot, Gebote, bekommt er in seinem Leben Kerzen. Kerzen. Kerzen kommt ein Wind und pustet. Die Kerze ist gelöscht, wenn einer hat gemacht gute Taten. Und später hat er aufgehört, hat er keine Verdiensten. Aber Torah ist Licht. Und Licht, wenn es kommt Wind und Feuer. Die Wind macht das Feuer größer. Torah lernen ist wichtiger von alle Gebote und Verbote, die gibt in dieser Welt. Torah lernen ist wichtiger als Wohltätigkeit. Torah lernen ist wichtiger als Ehre Vater und Mutter. Torah lernen ist wichtiger als Frieden zu stiften zwischen Mann und Frau. Torah lernen ist viel wichtiger als Todbegleitung. Torah wichtiger als eine Braut helfen zu unterstützen. Hä? Wirklich? Wahr? Habe ich nicht gewusst? Schlomo, bist du sicher? Du erzählst uns nicht Geschichten? Nein, ich erzähle euch nicht Geschichten. Jeden Morgen, wenn alle Juden kommen in die Synagoge, sie sagen dieses Zitat und sie sagen zum Schluss, nach allen Geboten, die besten, die gibt in dieser Welt, sie sagen, ve Talmud Torah keneget kulam. Doch das Torah-Lernen erhobt das alles. Also Torah-Lernen ist alles. Wenn ein Mensch hat gelernt Torah und er lernt Torah, das ist die wichtigste Sache. Und ich stelle euch heute drei Fragen. Eins, warum lernen Torah? Warum? Wozu? Was habe ich davon? Wenn ein Mensch hat gelernt Computer, er kann seinen Computer geben, wenn der Computer ist defekt. Wenn ein Mensch hat gelernt Mechaniker, wenn sein Auto ist defekt, kann er sein Auto reparieren. Wenn ein Mensch hat gelernt Wimpern zu zupfen, es gibt so einen Beruf mit zwei Seiten, wo man kann Augenbrauen. Was habe ich gesagt? Wimpern. Nein, Wimpern sollen in Ruhe leben. Die Augenbrauen. Einer hat gelernt Kosmetikerin. Nun, auch wenn sie braucht nicht später Kosmetikerin, aber sie lernt, sie hat gemacht einen Kurs und sie kann helfen ihre Schwägerin, ihre Nichte. Es kommt damit zurecht. Einer hat gelernt Füße Padigur. Nein, gibt so einen Beruf. Pediküre. Ja, ja, Fußpflegerin. Pediküre ist ein Beruf. Ja. Nicht Pediküre von Schickimicki Amerikaners. Nein, Hani. Ich bin, glaub mir, ich erzähle. Es gibt. Podologin heißt das. Podologie. Okay. Also, einer hat gelernt Podologie. Und dann ihre Papa später hat Zucker.
Und die Krankenkasse bezahlt nicht die 20 Euro von der Podologin. Die Tochter sagt, Papale, einmal die Woche vor Schabbat kommst du zu mir, ich mach dir die Füße lach. Große Mitzwe, Kol HaKavod hat gelernt. Aber von Tora lernen, was haben wir von Tora lernen? Hast gelernt und gib doch zu. Man schätzt nicht Tora. Und ein Beweis, wie viele Stunden gibt es in die Schule von Tora? 2, 3. Was ist wichtig? Mathematik, Physik, Englisch. Warum? Weil Mathematik und Physik und Englisch wird bringen Noten. Und Noten wird bringen Zeugnis. Und Zeuges wird bringen Abitur. Und guten Abitur wird helfen zu haben einen guten Platz in Uni. Und in Uni wirst du kriegen einen guten Diplome. Und mit einem guten Diplome wirst du kriegen einen Beruf. Und mit einem guten Beruf wirst du kriegen Geld. Und mit Geld, was wirst du machen? Zeit haben zu lernen. Zeit haben zu lernen. Das heißt, interessant, Teure hat in die Welt keine Wert. Also, naja, wer lernt Teure? Die sitzen die ganze Zeit und schaukeln. Und Menschen fragen mir ehrlich, sag mal, Schlomo, dein Kind lernt nur Tora? Nur Tora? Von morgen und, ah, er will bestimmt sein Rabbiner. Also Menschen kalkulieren. Wenn er lernt, bestimmt hat er was davon. Sonst, warum soll er lernen? Er wird werden ein Rabbiner oder ein Richter. Oder, also, wir sind gewohnt in der Welt, dass immer, wenn jemand etwas tut, hat er was davon. Sonst, wer lernt, um ein reines Wissen zu lernen? In die Zeit von den Griechen, von den Philosophen, waren so bewegte Menschen, die haben sich gelernt für das pure, reine Wissen in die Zeit von der Aristoteles. Und sie waren so erhoben von der Welt. Gibt es noch Parmische Räume in der Ost von der Welt, die auch so lernen. Aber normal, was haben wir davon? Nicht nur ich stelle diese Frage und nicht nur die Menschen, auch der Talmud selbst. Der Talmud erzählt, das war ein Ehepaar, Rav Kahana, und sie haben einen Junge bekommen. Und der Papa hat gesagt, dieser Junge geht nicht von zu Hause. Zu Hause ist draußen nur Balagan. Wir bringen einen Lehrer nach Hause. Sie haben gebracht einen Lehrer und sie haben gesagt, deine Aufgabe ist mit unserer Ingelehr zu lernen die ganze Teure. Nicht nur die schriftliche, auch die mündliche. Der Lehrer hat gesessen, hör mal gut, wie lang? 23 Jahre zu Hause. Und er hat mit ihm gelernt, mit dem Kind, mit Rav Safra, die ganze Tora. Tora, Neviim, Ktuvim, Mishnah, Gemara, Halacha, Zohar, alles Mögliche in dieser Welt. Breise, Tosefte, alles Mögliche. Nun, nach 23 Jahren, wo die Engel hat schon gewusst, die ganze Tora, er will schon auch ein bisschen die Welt sehen. Er ist gegangen, erste Mal in sein Leben zum Market. Und im Market war so eine Beduinen, der hat verkauft Tassen mit Eis, so wie Schnee in einem Glas. Schnee mit Geschmack. Nein, das ist so wie Schnee. Nein, das ist so ein Getränk. Soft Eis. So etwas in der... Slushy. Ja, genau. Gefällt mir dem Wort. Slushy. Das ist so Getränk, so wie Eis. Genau. Aber... Wenn du nimmst so eine Capri-Sonne und du legst in den Tiefschrank, ja, in den Tiefkühler, später nimmst du raus und du wartest 5 Minuten, was gibt drinnen? So eine... Wassereis. Einfach. Und er sagt der Beduinen, kannst du mir bitte geben Wassereis? Sagt der Beduine, eine Koper, gib mir eine Kipper, eine Kupferstück, Münze. Sagt er, Sie wissen nicht, wer ich bin? Ich bin der Sohn von Rav Kahana. Ich kann die ganze Tora. Ich habe die ganze Tora gelernt. Und ich will Glase Eiswasser. Sagt der Beduine, ich weiß nicht, was haben Sie gelernt, was haben Sie nicht gelernt. Hier in dieser Welt willst du kaufen, es kostet ein Koper. Bezahlst, hast du, bist du. Hast du nicht, sei gesund. Egal, was du hast im Kopf, es ist wichtig, was du hast in die Tasche. Er kommt nach Hause, ganz entsetzt,
Und er sagt seinem Papa, 23 Jahre, ob ich gelernt Torah, ich kann nicht leisten ein Eiswasser. Der Beduiner hat mir nicht gegeben, was habe ich gelernt. Was für eine Lehre ist das? Was für eine Scheure ist das? Was für eine Ware ist das? Was habe ich gelernt? Torah? Sagt der Papa Ingele, ich will dir was zeigen. Mama und ich haben zu Hause jahrelang ein Diamant. Dieser Diamant ist für dich gedacht. Wir haben für dich genug. Aber ich will mit dir ein Experiment machen. Nimm diesen Diamant und geh in die Market und sag mir, wie viel es kostet. Aber geh in alle Geschäften. Gut. Er ist gegangen mit dem Diamant zu dem Market, zu den Händlern von der Kartoffel, von dem Mehl, von dem Fisch. Und alle haben ihm angeboten Kopkes. Sie haben gesagt, was sollen wir damit machen? Wir brauchen keine Diamanten. Geh zum Diamanthändler. Zum Schluss, als er kam zum Diamanthändler und er hat gekommen seine Lupe und er hat geprüft den Diamant, ich gesagt, puh, amayontik mit Geld, das ist so teuer, du kannst leben jahrelang davon, ganzes Leben lang. Er kommt zurück zum Papa und er erzählt, er sagt, Papa, was ist dein Experiment? Sagt er, Papa, alle sagen, das ist nichts wert. Nur eine Person, der den Diamant verkauft, der hat gesagt, sowas ist wert für ganzes Leben. Sagt Rav Kana zu seinem Sohn Rav Safra, siehst du, genau so ist Torah. In die Market, in dieser Welt, Torah ist ungeschätzt. Unwert. Warum? Weil man weiß nicht, was ist das, man weiß nicht wozu. Aber in dem Moment, wo es gibt einen Diamantenhändler, in dem Moment, wo einer weiß, was die Torah gibt und was hat sie zu anbieten, er wird nicht wünschen für sich und für seine Kinder, nur Torah zu lernen. Und das und mehr gehe ich heute mit Gottes Hilfe zu erklären, Step by Step. Und ich hoffe, dass zum Schluss ihr werdet alle einen anderen Blick und Schätzung haben für die Torah. Yalkut Shimoni sagt, wenn du weißt, ob etwas ist wert oder nicht, wie sollst du wissen, muss man fragen dem Sarsur, der Makler. Also gibt eine Wohnung und du willst wissen, wie viel kostet die Wohnung. Du weißt nicht. Wer soll wissen, wie viel kostet die Wohnung? Der Makler. Wenn der Makler will 1% von der Wohnung und er sagt, für diese Wohnung will ich 1000, wie viel kostet diese Wohnung? 1000. Nein? 1001. Nein, was ist mit euch? Wenn der Makler sagt, ich will 1% von dem Wert von der Wohnung und 100.000, also in dem Moment, wo du siehst, was bekommt der Vermittler, der Makler, weißt du, wie viel ist wert die Wohnung? So steht im Midrash. Was heißt das? Wer war der Vermittler von Gott uns gegeben, die Torah? Moshe. Was hat Moshe bekommen? Steht geschrieben, Moshe hat bekommen eine Ausstrahlung von Gott. Eine Ausstrahlung von Gott. Gott hat ihn angefasst, überall. Er war ohne Sorgen, ohne Angst, mit Freude, gebunden, mit die ganze Zeit Ausstrahlung auf sein Leben. Sagen unsere Weisen, du willst wissen, was gibt dir die Torah? Die Torah befreit dir, schützt dir von allen weltlichen Sachen und bindet dir komplett original zu deinem Licht, zu deiner Seele, zu deiner Vergangenheit, zu deinem richtigen Wille in dieser Welt, damit du den Weg weißt, genau wo du gehen willst. Alle anderen Leute, die haben keine Torah und keine Linie und keine Regel in ihrem Leben, gehen in Dunkelheit. Sie wissen nicht, wohin zu gehen. Der Maharal von Prag beginnt sein Buch, Den Weg von Leben. Der Mensch ist geboren in dieser Welt und er lebt in einer Hütte, in keinem stabilen Zustand. Mit Dunkelheit, Wolken und Nebel, bis er findet dem Licht von der Torah, die gegeben von oben. Weil wenn ein Mensch lernt etwas von dieser Welt, das ist Weisheit von Menschen. Heute diese Weisheit ist aktuell. In 20 Jahren diese Weisheit ist nicht aktuell. Und ein Doktor hat gelernt von 50 Jahren, er muss alles in seiner Praxis ändern, sonst verliert er seinen Job. Aber wenn einer hat begonnen vor 50 Jahren zu lernen Torah, alles was er lernt mehr,
steigt er und baut er und verbindet er mit der Tora-Gebung komplett. Das heißt, wenn heute trifft sich ein Wissenschaftler mit einem Wissenschaftler vor 1000 Jahren zurück, sie haben miteinander nicht weiter zu reden. Weil der ist ein Schritt so weiter gekommen in die Entwicklung, der ist schon eine weiter. Aber wenn ein Jid von heute oder ein Mensch von heute trifft ein Tora-Gelehrter, vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren spürt er, dass die Tora ist gegeben von Sinai und er ist nah zum Gottesbegegnung in die Tora-Gebung. Okay, das ist der Anfang von das, was ich erzählen will. Sie wissen, die größten Schätze in dieser Welt liegen unter der Erde. Muss man entweder tief bohren oder stark untertauchen oder auf die Oberfläche gibt es gar nichts. Wenn einer will wirklich verstehen, das, was ist in der Tora, muss er es lernen. Und jetzt beginne ich zu erklären, Step by Step, eine Idee, wo nach diesen Ideen wird uns etwas sehr klar sein. Es gibt keine strukturierten Buch mit Ordnung, mit Curriculum über Hasidismus, über Kabbalah. Der Baal Shem Tov hat nur Geschichten, Anekdoten, Weisheiten, Sprüche hin und her. Der hat nicht mal ein Buch geschrieben, der Baal Shem Tov. Sogar sein Nachschüler, der Magid von Mesritsch, hat geschrieben ein kleines Heftchen. Der dritte Generation, der alte Rebbe, hat geschrieben auch Lekute Amorim, eine Sammlung von Wörtern, das ist schon irgendeine Struktur. Und Menschen fragen, wie soll ich lernen, wo es gibt nirgendwo ein richtiges Buch, soll ich weiter lernen? Warum es ist so ein Balagan, so ein Tovavo? Wenn man will, wenn einer will lernen Physik, kein Problem, gibt es ein Buch für Physik in die ganze Welt, jeder weiß, wie lernt man Physik. Wenn einer will lernen, ein Doktor, egal wo er lernt, Doktor in Lettland, in Ungarn oder in Deutschland, es ist dieselbe Medizin. Aber bei den Teuren sieht man in Hasidismus, dass es gibt keine Struktur. Aber nicht nur in Hasidismus, auch in Talmud. In Talmud, wenn du willst lernen über Chanukkah, steht in Shabbat. Wenn du willst, also jeden, es ist so eine Salat. Und jetzt, was ist Talmud? Ist Talmud Gesetze oder Geschichten? Geschichten. Geschichten. Gesetze. Beides. Alles. Also ich weiß, in der Zeit von den Griechen und den Römern waren das zwei Methoden. Diejenigen, die wollten Philosophie lernen und Geschichte abstrakt, die waren die Philosophen, sie haben auch Struktur gemacht. Die Römischen, die wollen Jura, realistische Lernen, haben gelernt. Realistische Lernen, also es war geistige Lehre und körperliche Lehre. In dem Talmud beides. Geschichten, Gesetze. Ich bin nicht neidisch, ein Rabbi vor 2000 Jahren oder vor 500 Jahren wird man ihm etwas gefragt in Torah, als er beantwortet. Er musste wissen die ganze Torah, um zu geben eine Antwort. Aber jetzt kommt die Idee. Warum in die Torah, in die Chassidut, es ist so ein Balagan, so eine Salat, das fehlt eine Struktur. Kommen unsere Weisen und sagen, Torah lernt man nicht mit dem Kopf. Torah ist nicht Akademie, Torah ist nicht Wissenschaft, Torah lernt man mit dem Herz. Wenn du lernst mit dem Herz, die Torah wird dich beeinflussen. Wenn du lernst mit dem Kopf, dein Kopf wird sein ein Computer und dein Mund und deine Zunge werden sein ein Drucker. Manche Leute reden Torah wie ein Computer und Drucker. Sie wissen so viel, die sind begabt, die sind Forscher von Talmud, von Kabbalah, von Hasidismus, schön. Computer ist was Tolles. Drucker ist auch was Tolles. Aber der Mensch und die Torah sind zwei Paar Schuhe. Die sind miteinander nicht verbunden. Er hat Gottes Kraft in sich null bekommen. Warum? Weil in dem Moment, wo einer nimmt Gurke und er tunkt diesen Gurke in ein bisschen Essig, dann tunkt er, wo gibt es den Geschmack? Noch auf dem Chupchik von der Gurke. Stimmt? Also ich nehme eine Gurke und ich will das essen. Ich lege die Gurke in den Essig und ich gebe ein Biss. Was ist bei der zweiten Schicht? Nichts mehr. Was muss ich machen? Noch einmal tunken. Ja? Ohne Ende. Aber was passiert, wenn eine Frau weiß, wie zu legen Gurken? Sie nimmt eine Dose,
Wie einlegen. Sie weiß, wie zu anlegen. Und man sagt die Gurke, Ingele, komm mal rein. Ganz ruhig, red nicht viel. Sitz in die Dose mit deinen Freunden. Mit ein bisschen Knoblauch, mit ein bisschen Dill, Essig, mit ein bisschen Salz. Ich schließe euch, ich lege euch in einen guten Platz und ich bin geduldig zu sehen, was wartet. Die Leute, die öffnen am zweiten Tag zu sehen, ob die Gurke ist fertig. Sie sagen am dritten Tag, dieses Mal, es hat mir nicht gelingen. Dieses Mal hat mir nicht gelingen, die Gurke. Aber in dem Moment, wo einer hat Geduld und er hat gelassen, die Gurken richtig anliegen, zum Schluss hat er eine salzige Gurke von innen und von außen, einen ganzen Geschmack Gurke. Und wenn er macht das Sandwich und er nimmt die Gurke und er schneidet die Gurke nicht so, Schräg. Wie schmeckt die Sandwich? Sehr gut. Warum? Weil die Gurke ist ein Gewürz. Torah ist ein Gewürz für unseren bösen Trieb. Torah ist ein Licht für unsere Dunkelheit. Torah ist Leben, Einweisungen für unsere Durcheinander. Glauben Sie, manchmal habe ich ein großes Mitleid für Menschen, die haben nicht die Regeln von der Torah. Die wissen nicht, was sollen sie machen. Sie wissen nicht die Linie, die Regeln in ihrem Leben. Glauben Sie mir, die Torah spart dir mehr als 90% alle deine Dilemmen. Sie sagt dir genau, was zu tun. Sie sagt dir, was sollst du tun, wenn du aufstehst. Sie sagt dir, was sollst du tun, wenn du schlafen gehst. Sie sagt dir, mit wem sollen deine Kinder heiraten. Wie sollen sie heiraten? Warum sollen sie? Alles wird geschrieben, Step by Step. Was ist noch geblieben? 10% von Überlegungen. Bei diesen Überlegungen, wen muss man fragen? Muss man fragen, ein Torah-Gelehrter, der kriegt seine Einweisungen von der Torah. Und alle Sachen in dieser Welt will ich fragen, ein Torah-Gelehrter, weil in dem Moment, wo er hat gelernt, Torah, hat er alle Einweisungen. Jetzt. Der Prophet Jesaja, Kapitel 51, sagt, Am Torati Belibam. Ich möchte, dass mein Volk soll nicht haben die Torah im Kopf. Die Torah soll sein bei Lev, im Herz. Wenn ein Mensch etwas im Herz hat, bekommt er die Geheimnisse von jemand anders. Es gibt manchmal zwei Leute, sie haben mit dem anderen ein super intellektuelles Gespräch. Schön. Wie lange kann dauern ein intellektuelles Gespräch? 2 Stunden. 2 Wochen, Philosophen. 2 Wochen. Aber was passiert, wenn 2 Leute am Herz gefunden? Herz schlägt. Im ganzen Leben. Ganzes Leben. Die haben sofort gebunden mit dem Ensof. Sie kriegen eine Ausstrahlung. Und wenn ein Mensch seine Liebe spricht, seine Weisheit, hat er Wörter ohne Ende. Glauben Sie mir. Wie weißt du, ob 2 Leute sich lieben oder nicht? Wenn sie reden, lieben sie sehr. Wenn sie schweigen, die Liebe ist momentan mit sehr vielen Blockaden vom Kopf blockiert. Befreist du alle Blockaden vom Kopf, von Sechel, beginnst du zu sprechen, die Sonne kommt runter, es ist die ganze Jalousien, die ganzen Dunkelheit, Wolken und Nebel gehen vorbei. Okay, gehen wir weiter. Der Baal Shem Tov sagt, was ist der Unterschied zwischen einem, der Gott dient und einem, der nicht Gott dient? Einer, der lernt 100-mal die Torah, der dient nicht Gott. Einer, der lernt 101, der dient Gott. Was heißt das? Es gibt 2 Erklärungen. Wenn einer lernt, weil er will etwas davon haben, klar gibt er sich Mühe. Aber warum gibt er sich Mühe? Weil er will etwas haben von der Mühe. Er lernt nicht, er macht nicht die Sachen, weil die Mühe an sich lohnt sich. Er macht, weil er will davon etwas bekommen. Aber wenn er macht 101, er strengt sich ein, weil die Sache an sich gefällt, sagt der Baal Shem Tov, das ist nicht alles. 100 bedeutet lernen alleine. 101 bedeutet lernen mit Gott, mit 1. Wenn du lernst Torah, bist du vereinigt mit der Ribbono Shel Olam, mit der Eibishter von allen Seiten. Dein Gehirn
fasst Gott und Gott fasst dich. Das ist die größte Vereinigung, die in dieser Welt existiert, in allen Bereichen. Wenn die Menschen haben gewusst, wie Geschmack, wie schön, wie groß, wie lichtig und fein ist zu lernen, haben sie gewusst. Es war sogar ein Sänger in den 50er Jahren, ein Kantor, Mordechai Hirschmann. Und er hat gesungen, Teure, die beste Scheure, sie scheint auf meine Punim wie am Neure. Teure, die beste Scheure, sie ist für uns Licht wie am Neure. Also ich glaube, in diesem Volkslied hat er alles betont. Teure ist die beste Scheure. Scheure ist Ware. Warum? Weil sie scheint dein Gesicht wie eine Lampe. Du bist fröhlich am Leben. Du bist glücklich. Heute Mittag habe ich angerufen nach Israel, zu der Yeshiva von meinem Sohn, wo er lernt nur Torah, von morgen bis Abend. Und ich habe gefragt, der Rosh Yeshiva, wie lernt mein Kind? Sagt er, dein Ingele ist sehr fleißig, ich sehe ihn den ganzen Tag beim Lernen. Ich habe gelegt am Telefon und ich habe gesagt, he did my day. Er hat meinen Tag gemacht. Glauben Sie, auch wenn es ist heute hier gekommen, 5 Leute oder 100 oder 20, mein Herz, mein Licht ist so voll, so glücklich, so dankbar, weil irgendwo innerlich weiß ich, dass die Teure ist die wahre Scheure. Und das ist die einzige Sache, was befreit Mensch von Ängsten. Und jetzt kommt die Idee. Einmal der Baal Shem Tov ist gekommen zu einem Lehrhaus, zu einer Synagoge. Und er hat gesagt, die Menschen, eure Synagoge ist voll gepackt mit Tora und Gebete. Die Leute haben sich gespürt, oh, wow, Respekt. Der Baal Shem Tov hat gesagt, kein Respekt. Es muss gehen nach oben, es muss steigen, es ist alles hier geblieben. Was heißt das? Jeden Torah, die hat 2 Flüge, vom Liebe und Furcht, geht direkt nach oben. Und jetzt kam der Rebbe und der Rebbe hat etwas gesagt. Es gibt in die Leute, in die Welt glückliche Menschen, die sitzen und lernen. Es gibt aber Menschen, die müssen finanzieren ihr Leben und arbeiten. Fragst du den Mensch, warum lernst du nicht? Sagt er, ich muss Parnasse bringen zu meinem Stub. Aber kommt in die Wochenende Schabbes und Sonntag. Was macht er Schabbes und Sonntag? Wenn er lernt an Schabbes und Sonntag Torah, rechnet ihm Gott alle seine Arbeitsstunden, hör mal zu, zum Torah lernen. Aber wenn am Wochenende liest er Proste Zeitungen und grobe Fernsehen und verschwendet seine Zeit auf Schmonzes, Gott wird ihm auf jede Minute, die er hat vermasselt, später bestrafen. Kam der Rebbe und er hat uns erzählt eine Geschichte von der alten Rebbe. Der alte Rebbe hat getroffen einen guten Tora-Gelehrter und er hat ihm gesagt, hör mal zu, Herr Lehrer, Sie haben meine Pflicht, deine Familie zu finanzieren, zu ernähren. Ich habe eine Pflicht, meine Kinder zu unterrichten Tora. Wir tauschen. Ich bezahle dir Geld, dass du deine Familie ernähren kannst und du lernst mit meinem Kind Tora. Wir tauschen. Und deshalb hat man im Judentum schon von der Zeit von den Kindern von Jakob 2 Brüder gehabt, Zvulun und Issachar. Issachar war der disziplinierte Student, der kriegt das Stipendium von seinen Brüdern, weil er will lernen. Und Zvulun war derjenige, der kriegt Geschäften und finanziert seinen Bruder. Guck mal, wie interessant. Auch heute in die moderne Welt gibt es 2 Typen von Studenten. Studenten, die lernen sehr, sehr gut und die sind sehr, sehr fleißig mit einem guten Kopf. Es ist egal, ob sie haben Geld oder nicht. Die guten Universitäten von Connecticut, von überall, wird finden diesen Kinderlach und werden investieren. Die Kinder aber, die wollen nicht lernen, weil ihre Eltern haben schon genug Geld. Was machen die Eltern? Kaufen Lernen mit Geld, bezahlen am Montag mit Geld zur Uni.
Und wenn sie haben nicht genug Geld für Uni in Deutschland, schicken sie die Kinder nach Litauen, sie schicken die Kinder nach Ungarn, nach Rumänien, wo dort ist ein bisschen billiger. Was machen sie? Sie bezahlen so viel Geld, damit soll die Kinder später von ihrem Beruf leben. Jetzt, was passiert? Wenn einer hat gelernt, 5 Jahre Jura. Er wollte sein, Jurist. Nun, nach 5 Jahren, beim Ende von dem Semester, denkt die Mädel, ne, Jura ist nicht für mich. Da muss man bissiger sein, aggressiver sein, die ganze Zeit Zores und Lügners und Verbrechers verteidigen, ist nicht mein Ding. Ich gehe lieber in Jura Verträge zu schreiben. Verträge. Verträge, Immobilien. Immobiliengeschäften. Ich gehe lernen jetzt Wirtschaftsmanagement. Wirtschaftsmanagement. Sehr gut. Und welche Anreden kommt? Für Wirtschaftsmanagement, Jura kann sehr viel helfen, stimmt? Oder? Alle machen so seriösen, ja. Klar, natürlich. 5 Jahre von Jura lernen kann sehr viel helfen in Investment in Wirtschaft. Sag die Torah Chaloimes, der Ribboine shel Olam gibt Milliarden Chinesen was zu essen, wird er besorgen noch Haid mit Essen. Glaubt ihr, dass es ihm so schwierig zu besorgen, noch jeder etwas zu essen und einen Beruf zu geben? Wie oft haben wir Menschen, die haben nicht mal die Grundschule gelernt und der Rebbe hat sie gegeben, Geschäften bis nach Hause und sie waren solche gute Maklers und Vermittler, sind tolle Ideen und mutig und die sind gestiegen, wo derjenige wird lernen, 7 bis 10 Jahre, wird gar nicht haben. Es gibt einen Torah gelehrter Mann in Jerusalem, ich kann ihn persönlich. Der Mann, hör mal gut zu, ich bin ihm neidisch, pur neidisch. Der Mann sitzt und lernt Torah in seine eigene Synagoge, die er hat gebaut. Von morgen bis Abend, mit vielen Leuten, zwischen 8 und 10 Uhr nachts, macht er 2 Stunden Immobilien. Hör mal gut zu, 2 Stunden Immobilien. Menschen stehen in Schlange, weil das, was er schafft in 2 Stunden, er hört schnell, was hast du zu kaufen, zu verkaufen, er hat schon Augen, tak, 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 tak. Glauben Sie mir, sie kommen alle zu ihm in Schlange. Einmal habe ich ihn gefragt, von wo hast du so eine Gabe? Sagt er, Masel, pur von der Ribboine shel Olam. Nicht mein Chochme und nicht mein Teure. Und nicht meine Mitzwes, die Ribboine shel Olam wollte. Ich bin zufrieden, dass meine Zeit ist so wenig auf die Scheure und mehr Zeit auf die Teure. Kommt Gott und sagt dir, hör mal zu. Und das hat der Rebbe von uns gebetet. Anstatt ein Mensch noch eine Mitzwe, noch eine Mitzwe, noch eine Tat zu überreden, die beste Sache ist, mit jemand zu sprechen, ist mit ihm Torah zu lernen. Warum? Weil wenn ein Mensch ist unwissendig, dann hat er viele Fehler in dieser Welt. Mein Kind hat mir gezeigt gestern, irgendein Mann, der hat einen Vortrag über gegen Juden im Internet und er sagt, dass Juden predigen in dem Alten Testament und in Maimonides, dass bei Goyim, bei Nicht-Juden, es ist erlaubt zu klauen, Umbruch zu machen. Es ist sogar ein Gesetz, die Goyim zu töten. Habe ich gesagt, mein Sohn, weißt du, ich habe auf diesen Mann nur ein Mitleid, dass er hat nicht gelernt Torah. Ich habe gelernt die ganze Torah vom Anfang bis Ende. Steht nicht einmal, soll man töten ein Goy. Steht nicht einmal, soll man klauen von ein Goy. Steht nicht einmal, dass man bei einem Goy brechen kann. Ganz im Gegenteil, steht geschrieben, dass bei einem Goy muss man doppelt vorsichtig sein, damit, wenn es ein Fehler ist, soll er dankbar sein. Ich kann mich noch erinnern, als es war einmal vor Pesach, habe ich gefunden in die Tankstelle Portemonnaie mit sehr viel Geld. Und ich habe gesagt, meine Tochter im Internet, guck, wem gehört das? Es war irgendeine deutsche Dame. Ich habe sie angerufen, ich habe gesagt, dein Portemonnaie ist bei uns. Sie war nach einer halben Stunde bei uns verblüfft, schockiert.
Ich habe sie gegeben, die Portemonnaie, es war voll mit Geld und alles. Und alle meine Kinder waren dabei. Sie ist rausgenommen, 100 Euro. Und sie hat gesagt, das ist für euch. Sag ich, nein, danke. Ich habe gemacht, mein Mitzwe, vollkommen, vollständig. Das ist alles für dich. Was habe ich geschafft? Kiddush Hashem, Gott zu loben, zu sehen im Praktikum, wie es ist. Ihr sitzt schon beim Torah lernen jahrelang. Habt ihr irgendwann gehört, irgendeine Hetze gegen irgendeinen Mensch, gegen irgendeine Religion, irgendein radikales Argument gegen jemand? Nein, die Torah ist gekommen, um Frieden zu stiften in dieser Welt. Die alle, die reden im Namen von die Torah und haben andere Einstellungen, gibt nur einen Grund. Das ist keine Gurke, die eingelegt in dem Essig von Torah. Das ist eine Gurke, die getunken. Und sie haben etwas gelesen, hier einen Satz, haben gebissen die Gurke. Welche Gurke haben sie jetzt? Ohne Geschmack, ohne die authentischen Lehre von die Torah. Deshalb sagt der Rebbe, wenn du kannst jemand irgendwie überreden, bring ihn mit zum Lernen Torah. Unsere Aufgabe, jeder eine, der sitzt hier, soll denken, ich möchte noch einen Mensch bringen zum Torah lernen. Ich möchte das, was ich habe hier gelernt, mit jemand teilen. Also in dem Moment, wo du teilst, was habe ich gesagt, wann hat der Rebbe gemacht diesen Aktion von Torah lernen? An welchem Feiertag? Tubishvat. Tubishvat. Guck mal, Tubishvat ist so interessant. Es gibt in dieser Welt zwei Sorten von Bäumen. Es gibt Bäume, die geben keine Früchte. Und es gibt Bäume, die geben Frucht. Ein Baum, der keine Früchte gibt, wie wächst er weiter? Der hat in seine Blätterlach solche Kerne, Knölle, die fallen runter neben seinen Stamm und sie finden noch einen Platz, weiter zu wachsen, noch eine Itztrubal, noch eine Kastanie. Noch eine Kastanie, danke. Aber Bäume, die geben Früchte, guck mal, wie interessant. Der Baum steht wie ein Kiosk. Er sagt, komm, nimm von mir meine Mango, nimm meine Zitrone, mach Saft. Und diese Orange wurde gepflanzt in Spanien und macht den ganzen Weg lang nach Deutschland. Und in Deutschland kommt eine in dem Sandweg, geht da rein in den Supermarkt und kauft eine Orange vom Spanier. Und er kann später in seinem Grundstück nehmen diese Kerne von diesem Apfel und diesen Orange und weiter pflanzen, weit, weit weg. Wo hat das Gott gemacht? Nur bei den Früchten, die schmecken. Jetzt. In dem Moment, wo man lernt Torah, hat man Frieden in der Welt. Wenn jemand will wissen, was ist das Geheimnis für Frieden in der Welt, ist nur Torah lernen. Und wenn Sie mir nicht glauben, ich erzähle euch, was steht geschrieben in der Torah. Im Bechukotai Telechu, Vet Mitzvotai Tishmoru, wenn ihr lernt meine Torah und ihr macht meine Gebote, Venatati Shalom Baaretz. Also Gott sagt genau, wann ist er bereit, Frieden zu geben. Und ich erzähle euch etwas, was ist passiert in der Geschichte und ihr werdet später sagen, wow, habe ich nicht gewusst. Es war eine Zeit, 290 Jahre nach der Regierung von König Schlomo, war ein böser König, sein Name war Achaz. Achaz hat bekommen ein Kind, Hiskiau, und er wollte sein eigenes Kind in Götzendienerei, Molech, wegwerfen. Aber irgendwie war eine Wunder, die Mutter war nicht einverstanden, solchen Unsinn zu machen, und Hiskiau ist gewachsen, und wenn er ist geworden König, er hat die ganzen Götzendienerei vertrieben und er hat gemacht Torah-Pflicht in dem ganzen Jehuda und Israel. Alle mussten Torah lernen. Und steht geschrieben, es war kein Kind und keine Mädel vom Dan bis Beersheba, die waren nicht Profi in die Torah. Alle haben gelernt nur Torah. Nur alle lernen Torah. Von wo hat man Benzin und Mehl zu essen? Guck mal, was ist passiert. Der König Sancheriv, der größte König in der Welt, wollte kommen und erobern Jerusalem. Und er kam bei Nacht nach Jerusalem und er hat geschlafen in die Ecke. Bei Nacht sind gekommen zwei Engel,
die zuständig auf dem Obst und die Gemüse in dieser Welt. Auf die Obst in dieser Welt ist der Engel Gabriel zuständig, weil die Obst brauchen Wärme. Die Gemüse brauchen Kälte. Dann kommt der Engel Michael. Er ist zuständig für die Gemüse. Und die zwei Engel, Michael und Gabriel, sind gekommen. So steht geschrieben im Talmud. Und die beiden haben gekämpft und die zwei Parteien von den Soldaten gegeneinander gehetzt. Und es war so ein Krieg innerhalb von den Soldaten, dass sie haben schon von alleine in der Welt gesiegt. Also wenn Gott will, brauchst du nicht Angst haben, was wird passieren mit uns. Alle Feinde können sich einer dem anderen aufessen alleine, wenn die liebe Gott will. Und du hast warme Hände, du brauchst nichts zu machen. Und wir sehen in dieser Welt Symptome, dass manchmal können die Leute alleine einer dem anderen essen. Aber was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist sitzen und lernen Torah ohne zu schämen, ohne den Kopf zu beugen und sagen, ja, das, was machst du? Ich bin eine Mutter, ich bin zu Hause mit meinem Kind. Wirklich? Ai, ai, ai. Du machst keine Karriere. Schade. Sagt Gott, sollst wissen, Torah lernen ist die geistige Aufgabe wie eine Mutter für ihre Kinder. Jetzt, wer ist der Vermittler, wer ist der Makler heute für die Torah? Wissen Sie? Die Frauen, nur die Frauen. Wenn die Frau schätzt die Torah und sie schickt ihren Mann Torah zu lernen und sie schickt ihre Kinder Torah zu lernen und sie versteht die Wertschätzung von Torah, die Torah wird wachsen. Weil sie ist heute diejenige, die weiß, wie wichtig sie gibt die Wertschätzung, was wichtig ist zu Hause. Und wenn ein Kind sieht, dass seine Mutter ist begeistert von Mathe, von Englisch, und von Physik, er wird geben Mühe in diesen Bereichen. Aber in dem Moment, wo die Eltern von vornherein verstehen, was ist in dieser Welt Hauptsache und was ist Nebensache, sie werden verstehen, dass Torah ist nicht eine Bereicherung am Leben. Torah ist ein Lebenseinweisungen in diese dunkle Welt. Wie soll ich leben richtig und wozu? Ich werde schließen mit einer bekannten Beispiel von Talmud, ihr kennt das schon, aber auch wenn man das kennt, soll man das wieder wiederholen und bewusst damit leben. Ein Mensch kommt rein bei Nacht in den Wald und er hat Angst von Brunnen, von Steinen, von Bäumen. Was macht er? Nimmt er eine Kerze. Damit soll er oben Licht und nicht fallen in die Grube, soll er nicht fallen in die... Aber dann hat er Angst von wilden Tieren, von Räubern. Er weiß nicht, was zu tun. Und dann endlich, es ist Licht gekommen. Es ist die Sonne gekommen. Gott sei Dank, er kann schon gehen. Aber ai, 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 wo gehe ich? Wo ist mein Weg? Wo ist meine Linie? Wo gehe ich überhaupt? Wo renne ich? Was renne ich verdammt von morgen bis Abend, um mein Geld zu verdienen? Wozu? Wofür? Und Menschen wollen heute nicht arbeiten. Vor ein paar Tagen sagt mir eine Kollegin, wozu arbeite ich? Für ein paar hundert mehr als diejenigen, die sitzen zu Hause und kriegen von Sozial dieselbe Summe? Soll ich euch was sagen? Der hat recht. Er versteht nicht, warum soll er arbeiten. Kann ihm jetzt bitte jemand überzeugen, warum soll er arbeiten? Ein Argument? Selbstwertgefühl bei ihm ist zu Hause größer. Er hat ein viel größeres Selbstgefühl zu Hause. Warum? Weil er vergleicht mit anderen. Er sagt, guck mal, die anderen machen so wenig und verdienen so viel. Ich sitze und sogar die Beamten, sogar die Leute im Parlament, sogar die Leute, die Entscheidung auf meine Kopfkiss. Wie leben die? Das, was verdient ihr Chauffeur bei ihrem Auto, verdiene ich nicht in ein halbes Jahr. Und er ist schon entsetzt. Warum? Weil er vergleicht ihn mit realistischen Sachen mit dem anderen und sein ganzes Leben ist nur irdischen Rennen. Aber in dem Moment, wo ein Mensch versteht, dass Arbeiten
ist eine Pflicht von Gott. Damit soll der Mensch beschäftigt sein und nicht auf Blödsinn und Unsinn kommen. Und soll der Mensch schätzen sein Leben und sein Brot nicht geschenkt bekommen. Er wird geht arbeiten, nicht weil er will, weil er muss. Weil die Tora sagt, zu Hause hast du gar nichts zu suchen. Geh weg zu arbeiten. Yafet Talmud Torah in der Heretz, Shigiat Schnee, Maschkachat Avon. Es ist gut zu arbeiten und zu lernen, weil beide zusammen, eine wird disziplinieren dein Körper und eine wird bereichern deine Seele. Arbeit wird disziplinieren dein Körper und nicht die ganze Zeit rennen nach deinem animalischen Trieb. Wenn ein Mensch hat genug Zeit, was macht er mit seiner freien Zeit? Guckt Schmonzes, sucht Schmonzes und fällt in sehr viele dunkle Bäume, die er nicht braucht. Aber in dem Moment, wo ein Mensch weiß, was ist sein Weg, und er lernt von Torah, dass Adam le'amal yulad, dass der Mensch ist gekommen in diese Welt, um sich zu verbreiten, um sich zu vermehren, um sich zu disziplinieren, um die Welt zu entwickeln, so ein Mensch wird sein glücklich. Praktisch, wie können wir umsetzen diese Shiur heute? Jeder soll beginnen lernen Torah. Was? Die Antwort lautet, dort wo dein Herz nachjagt. Gefällt dir zu hören Shiurim im Internet? Guck, jeden Tag Shiurim im Internet. Aber jeden Tag. Nicht ein Tag ja und ein Tag nicht. Guck, jeden Tag. Nach einer gewissen Zeit wirst du sehen, dass du bist schon angelegt. Dass du hast gelernt etwas von 6-7 Jahren, es war nicht umsonst. Du lernst etwas jetzt, du sagst, jetzt verstehe ich die Zusammenhänge. Vor vielen Jahren hast du gesagt, so, jetzt habe ich noch etwas gelernt, so. Und das, was man gelernt in Torah, es ist nicht verloren gegangen. Alles kommt rein und steht dir zu deinem Licht und zu deiner Ausstrahlung. Deshalb, Leute, habt ihr Verspätung zum Flugzeug? Leute fahren Stunden manchmal zum Arbeit. Weißt du, wie viel Torah kann man lernen in dieser Zeit? Weißt du, wie viel Shurei Torah kann man schnappen? Kann man den ganzen Talmud lernen, die ganze Halacha lernen? Der Rebbe hat gesagt, nutzt ihr diese freien Zeiten, um weiter zu entwickeln mit der Torah. Jetzt bist du müde von Torah? Lerne jüdische Geschichte, lerne Anekdoten von Talmud, lerne andere Sachen, verbreite deinen Kopf. Aber wenn der Brunnen ist voll, kriegst du eigene Wasser weiter mit Motivation und Ausstrahlung. Aber wenn deine Brunnen ist leer, kommen in dein Kopf Skorpionen und Schlangen. Und das nennt man im Judentum Sorgen und Kummer. Und Menschen, die haben Sorgen und Kummer, liegt das nur an einem Problem. Sie lernen viel zu wenig Torah. Sie haben zu wenig Vertrauen an Gott. Sie haben viel zu wenig Vertrauen, dass Wunder passieren. Sie haben zu wenig Vertrauen, dass es liegt nicht in unsere Hände, sondern wir sind gelegt wurde in seine Hände. Und in dem Moment, wo ein Mensch lernt Torah, versteht er, diese Geschichten, das sind nicht Geschichten, das ist mein Leben. Ich lerne von jeder Sache, was steht geschrieben in die Torah, auf mein Leben sind gut. Ich werde schließen mit einer banalen Geschichte. Vor 500 Jahren war ein kluger Mann aus Deutschland, der hat gedacht, es ist nicht gut, dass Frauen und einfache Juden verstehen nicht die Bibel. Was hat er gemacht? Der hat geschrieben ein Buch, die heißt Ivredeutsch. Was ist Ivredeutsch? Die ganze Torah wurde in Hebräisch aber geschrieben, aber mit deutschen Wörtern. Steht geschrieben, Bereishis Bore Elohim, übersetzt er auf Ivredeutsch. Am Anfang hat der Rebbe geschafft. Et Hashamayim ve'et Haaretz, der Himmel oben und die Erde unten. Und so schreibt er die ganze Torah, aber mit Geschichten, mit Legende. Dieses Buch heißt Zena und Renna. Das ist ein Buch, das wurde geschrieben, insbesondere für Frauen, wo damals war noch nicht so entwickelt Torah lernen bei Frauen so wie heute. Ich muss sagen, Frauen müssen heute und praktisch, Frauen lernen heute nicht wenig Torah von Männern. Und die sind nicht wenig auch intelligent,
die Tora zu verstehen. Ich rede jetzt in den religiösen Seminare. In den religiösen Seminare, sie lernen heute ohne Ende Tora. Wir haben jetzt gesehen in Israel, wie viele Heftchen hat man in die Schule von Tora lernen. Unglaublich, manche lernen das nicht in die Yeshiva. Aber zum Geschichte zurück. Der Mann hat jahrelang gelesen, diese Zehner Orena. Ein Schabbes kommt er zurück von der Synagoge und seine Frau und die Nachbarn schreien Gewalt. Die Tochter ist ohnmächtig geworden und sie wissen nicht, was zu tun. Der Papa ist wie ein Doktor gegangen und er hat beatmet die Mädel und er hat sie alles gemacht und er hat sie belebt. Die Frau sagt ihrem Mann, mein Mann, ich habe nicht gewusst, du bist Rettungswagen, ich habe nicht gewusst, du hast gelernt Erste Hilfe. Woher kannst du retten Kinder? Sagt er, ich habe gelesen bei die Zehner Orena, dass der Elisha, der Prophet, als er kam zu der Sohn von die Shunamit, als er war ohnmächtig, steht geschrieben in die Bibel, genau Einzelheiten, Wort bei Wort, wie macht man Wiederbelebung? Sagt er, es gibt keinen Zufall. Ich habe gelesen, was steht dort geschrieben. Und genau das, was steht geschrieben, habe ich gemacht. Das ist eine Geschichte von alten Zeiten. Aber auch für unser Leben, die Geschichten von Torah oder von den jüdischen Gelehrten schenken dir immer Ideen, die sind wertvoll, ohne zu beschreiben. Als mein Papa, soll gesund sein, hat seinen 60. Geburtstag gefeiert, vor mehr als 13 Jahren, habe ich gedacht, Mensch, wie soll ich ihm Freude schenken? Wie kann man einem Vater ein großes Geschenk geben für Geburtstag? Was kann man ihm schenken? Ein Becher? Ein Kuli? Ja. Und dann habe ich so in meinem Kopf gedacht, wer hat gemacht ein schönes Geschenk in die Geschichte? Dann habe ich mich erinnert, dass wenn die Mutter von der Chassam Sofer aus Bratislava war 80 Jahre in Frankfurt, der Chassam Sofer hat geschickt von seiner Yeshiva die zwei besten Schüler, sollen sie sitzen mit der Mama einen ganzen Tag verbringen mit einem Tee und sollen sie die Mama erzählen, wie groß ist ihr Sohn in Bratislava als Oberrabbiner. Da rufe ich meine Mutter seligen Andenken und ich sage, Mama, welche zwei Leute schätzt Papa in Israel sehr? Schätzt wirklich. Sagt, Papa schätzt sehr Rabbi Avrom Alter Eber und mein Schwiegervater, der Papa von Chani, Herr Wartmann. Er schätzt die beiden Leute. Ich habe beide angerufen. Ich habe gesagt, tu mir einen Gefallen, heute Abend ist der Geburtstag von meinem Vater. Geh hin zu ihm nach Hause mit einer Flasche Branden und mit einem Kuchen und sitze mit ihm eine Stunde, zwei und mache meine schöne Zeit. Gerade diesen Abend hat mein Papa nicht so gut gefühlt. Kommen die beiden, geklopft, eröffnet. Am Anfang hat er gedacht, was passiert? Sie sagen, komm, setzen Sie ins Wohnzimmer. Sie sagen, dein Sohn, dein älterer Sohn aus Deutschland, hat uns angerufen und hat uns geflüstert, dass heute ist dein Geburtstag. Und er wollte, dass wir mit dir sitzen jetzt Zeit und verbringen. Nach einer Stunde ruft mein Papa mit einem sehr Klosenhals und er sagt, du hast mich so eine Freude bereichert. Du bist so klug, du hast mich so gehebt. So, ich bin dir so dankbar. Das ist das größte Geschenk, das ich konnte in meinem Leben bekommen. Und ein Geschenk, wo ich bin sicher, ich werde auch nie bekommen in meinem Leben. Ich bin also klug? Nein. Aber die Teure schenkt dir Chochmes. Sie schenkt dir Ideen. Sie schenkt dir Weisheiten. Sie schenkt dir solche Bonbons, um zu bekommen Beschreibungen am Leben. Ich schließe mit einem Witz, dass man kann das auch, wenn jemand versteht ein bisschen Jiddisch, wird das verstehen. Es gibt zwei Beschreibungen von Glück und Genuss in Jiddisch. Oder Hanue, Hanue, Vergnügen, oder Amechaie. Also wenn jemand hat was Gutes gegessen oder was Gutes erlebt, oder sitzt auf einem Sofa, die macht auf dem Rücken so Massage, sagt, oh, Machaie, also gute Massage, sagt man eine Machaie. Und einer hat gefragt, was ist der Unterschied zwischen Hanue und Amechaie? Und gestern habe ich gehört eine Beschreibung.
Wenn deine Enkelkinder kommen, dir zu besuchen, ist er größer als nur. Wenn sie gehen weg, ist er Michael. Also, wenn ihr seid gekommen heute, es war für mich ein großer Anue. Und wenn ihr geht jetzt nach Hause, ist er Michael. Seid alle gesund und stark und vielen Dank für das Zuhören.